The computer hacker group Anonymous is claiming tonight that it took down the website of the Federal Appeals Court in San Francisco this afternoon. They took down Senate.gov servers. They've taken down H.B. Gary. Sony's claiming they did $150 million worth of damage. So many confidential files that tonight, because of these hackers, can be in the hands of anyone. Visa, MasterCard, the PayPal situation. See, criminals who hacked into Sarah Palin's private email. The Church of Scientology says Anonymous is a cyber terrorist group of religious bigots. Hallo Welt, wir sind in Anonymous. Mit Besorgnis beobachten wir die Deformierung des Urheberrechts durch das EU-Parlament. Mit dem sogenannten Artikel 13, welcher am 13. Februar im Trilog durch EU-Staaten, Kommission und Parlament eine gemeinsame Einigung gefunden hat, wird wieder mal die Freiheit des Internet stark gefährdet. Die verankerten Paragraphen 4b und 4c im Artikel 13 können den gefürchteten Upload-Filter mit sich bringen. Durch diesen automatisierten Filter könnten zukünftig Content-Uploads auf Plattformen wie YouTube, Instagram oder Twitter massiv erschwert werden. Ebenfalls würde das Hochladen und Teilen von Memes extrem eingeschränkt werden. Erst 2012 haben wir es gemeinsam geschafft, ein ähnliches Abkommen, bekannt als ACTA, mit unseren Protesten im Netz wie auch europaweit auf den Straßen, abzuwenden. Die finale Entscheidung für Artikel 13 wird Mitte April 2019 stattfinden. Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen, wir müssen den Abgeordneten im EU-Parlament zeigen, was es bedeutet, dem Internet die Freiheit rauben zu wollen. Das lose Kollektiv Anonymous wird nicht weiter der stille Beobachter sein und keine gute Miene zum bösen Spiel machen. Bei der Beschneidung der Meinungsfreiheit oder Internetzensur verstehen wir keinen Spaß. Anonymous wird den Protest im Internet wie auch auf den Straßen am 23. März vorantreiben wie auch unterstützen. Das Bündnis Save Your Internet bietet eine informative Plattform mit allen wichtigen Informationen wie auch Orte für Demonstrationen. Dort könnt ihr auch alle Abgeordneten an euren Sorgen zum Artikel 13 via E-Mail teilhaben lassen. Gemeinsam müssen wir laut sein. Gemeinsam müssen wir für die Internetfreiheit kämpfen. Gemeinsam müssen wir Artikel 13 et acta legen. Lasst die europaweiten Proteste am 23. März massiv werden. Denn die letzte starke Instanz für die Internetfreiheit sind wir alle, das Internet. Wichtige Informationen findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sind Anonymous. Wir sind Legion. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.